Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 8 News Update. Heute geht es um die 3030 Repeater, die neue Waffe in Season 8. Der YouTuber Das, ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, der durfte von EA gesponsert auf dem Trainingsgelände diese Waffe schon testen. Er geht sämtliche Stats durch, Magazingrößen der verschiedenen Magazine, wie sich das mit dem goldenen Mac verhält, wenn er sie wegholzert, wie lange das Nachladen dauert, das ist sehr, sehr interessant, wie sich die Waffe im Allgemeinen verhält und vor allen Dingen, wie der Ladeschuss funktioniert, Damage, Bullet Drop und so weiter. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Video komplett zu schauen. Ich kommentiere das ein Stück weit nach und ich bin auf jeden Fall jetzt schon in den Kommentaren gespannt, wie ihr die Waffe findet. Wie immer schon mal einen Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Viel Spaß bei dem Video. Wir starten direkt mal mit den Magazingrößen, beziehungsweise erstmal, es ist eine schwere Waffe, das ist erstmal klar. Das Standardmagazin hat 6 Schuss, das weiße Magazin hat 8 Schuss, das blaue hat 10 und das lila hat 12 Schuss. Ebenfalls auch das goldene 12 Schuss, wie ich schon mal gesagt habe. Das goldene Magazin hat lediglich den Perk, wenn wir die Waffe holstern, lädt die Waffe automatisch nach. Übrigens 5,5 Sekunden, egal welche Waffe das goldene Mac trägt, es dauert immer 5,5 Sekunden, dann ist die Waffe geholstert nachgeladen. Ihr seht den Ladeschuss, der macht 100 Damage auf den Kopf. Und es waren, glaube ich, 74 auf den Körper, wenn ich mich nicht täusche. Ne, es waren 57. Tack. Wir brauchen keinen extra Hop-Up für den Ladeschuss. Diesen Ladeschuss können wir nur machen, wenn wir die Waffe im Visier feuern. Aus der Hüfte ist der Ladeschuss nicht möglich. Laden wir die Waffe nicht auf, sind es 42 auf den Körper und 74 auf den Kopf. Wir können aber auch ein Stück weit nur die Waffe laden, dann macht die Waffe ein bisschen mehr Schaden, als wenn wir einfach nur die Waffe triggern. Hier zeigt er kurz, wie man den Ladeschuss am besten verwenden sollte. Also ein bisschen in Deckung gehen, den Schuss vielleicht schon mal ein bisschen voraufladen, pre-aim und dann einfach auf den Gegner schießen. Wir sehen übrigens gleich die Flatline und das gibt Aufschluss darauf, dass tatsächlich der Amboss-Empfänger als Hop-Up in Season 8 zurückkommt. Keine Ahnung, ob EA hier ein bisschen gepennt hat, das spielt aber auch keine Rolle und auch die Sentinel kommt später noch und das sieht ein bisschen verschwommen aus und wenn wir da auf die möglichen Aufsätze unten rechts schauen, sieht das ein bisschen verschwommen aus und es könnte tatsächlich sein, dass auch die Sentinel in Season 8 einen Hop-Up bekommt. Was genau der dann natürlich kann, kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Er zeigt ja auch gleich übrigens im Vergleich zu anderen Waffen nochmal so ein bisschen grob, zumindest für die ähnlichen Waffen wie die G7, den Bullet Drop. Hier sehen wir auch ein bisschen, wie schnell wir mit der Waffe eigentlich feuern können. Die G7 ist nur ein Stück weit schneller. Ich denke aber, dass die 3030 Repeater deutlich präziser ist. Was hier bei der Waffe auf jeden Fall wichtig ist, und hier zeigt er kurz, Waffe weggeholstert, wie lange das Nachladen dauert. Hier ist der Bullet Drop im Vergleich zur G7. G7 und 3030 sind 1A gleich. 1A gleich, 1 zu 1 gleich, wollte ich sagen. Ach so, und wir sollten auf jeden Fall aufpassen, wenn wir die Waffe nachladen. Gerade wenn wir ein lila oder goldenes Mac haben, das Nachladen, wenn wir sie komplett leer schießen, dauert extrem lange, weil er Kugel für Kugel einzeln nachlädt. Deswegen schnell zur Sekundärwaffe wechseln und mit der Waffe weiterfeuern. Und sollten wir wirklich das Glück haben, ein goldenes Magazin wegholstern, 5,5 Sekunden, dann ist die Waffe wieder nachgeladen. Gleich kommen wir zur Sentinel und da schauen wir ganz genau unten rechts hin. Es ist ein bisschen verschwommen, hier haben wir sie schon und dort sehen wir einen Hop-Up. Das sieht ein bisschen, keine Ahnung, wie so ein verkrieseltes Bild aus. Es könnte tatsächlich sein, dass wir in Season 8 einen Hop-Up für die Sentinel bekommen. Gab es noch keine Leaks drüber? Das kann passieren. Das muss also nicht so sein. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt, was ihr von der Waffe haltet. Wie immer, Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Einen schönen Start ins Wochenende gewünscht. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.